Das C-Rennen ist frei. Finale für die 5- bis 7-jährigen Stuten in der Breeders' Crown, das Chrysler 300 C-Rennen und es treten an mit der 1 Media Luna 1 Wevering, die 2 Indication mit Conny Lugauer, die 3 Supergirl Jens Holger Schwarmer, die 4 Divina Sugarsticker Johansson, die 5 Esina Diamant mit Stefan Hofmann, die 6 Preußenfee Klaus Horn, mit der 7 Little Somi und Olivier Monschau war, die 8 Smart Lady mit Gerd Biendl, die 9 Rick Hawaii und Miss Hawaii und Rick Wester und die 10 Eloris Diamant und Roman Spengler. Noch 50 Meter bis zum Start. Und das Finale zur Breeders' Crown der 5- bis 7-jährigen Stuten ist gestartet. Kampf um die Führung zwischen den beiden Vorlaufsiegern Media Luna und außen Supergirl Ass. In der dritten Position sieht man Indication. So geht es in den Stallcasino Bogen an der Innenkante Media Luna, außen begleitet von Supergirl Ass, dicht dahinter Indication mit 3 Längen Rückstand, sieht man Eloris Diamant, 4. Position, dann für Esina Diamant. Es geht auf die Tribünen gerade und das ganze Feld im Gänsemarsch geordnet. An der Spitze Supergirl Ass, Media Luna raus in der zweiten Spur. Media Luna außen neben Supergirl Ass in der dritten Position, Indication. Dann folgt Eloris Diamant vor Esina Diamant in zweiter Spur, dann in sechster Position Divina Sugar und an der Innenkante Smart Lady. In zweiter Spur verbessert sich Esina Diamant, damit bekommt Divina Sugar ein Führpferd. Und es geht in den Rosenhof. Bogen, alles dichter zusammengerückt. Media Luna hat inzwischen das Kommando vor Supergirl Ass. Außen rückt Esina Diamant in die zweite Position vor. Media Luna mit einer Länge vor Esina Diamant. An der Innenkante Supergirl Ass und außen Divina Sugar im Fahrwasser von Esina Diamant. Dann an der Innenkante Indication mit Miss Hawaii in der Außenspur. Dann sieht man Eloris Diamant. Auf der Gegenseite alles nun paarweise geordnet. Media Luna gemeinsam mit Esina Diamant, dann Supergirl Ass mit Divina Sugar, dann Indication und Miss Hawaii an der Innenkante Eloris Diamant und außen Preußenfee. Noch 500 Meter bis zum Ziel. Und jetzt ein Fehler von Preußenfee im Schlussbogen. Weiterhin Media Luna und Esina Diamant. Esina Diamant außen steckt den Kopf in Front. Esina Diamant innen Miss Hawaii. Media Luna und außen Esina Diamant. Dahinter wird der Zuberger Ass herausgenommen. Ganz außen ist Divina Sugar dabei und die Jack C. gerade ist erreicht. Innen Media Luna. Außen Supergirl Ass bereits im Vorteil. Esina Diamant kann hier nicht mehr mithalten. Divina Sugar einige Längen zurück. Supergirl Ass ist vorne und gewinnt auch das Finale. Supergirl Ass gewinnt das Finale der 5- bis 7-jährigen Stuten. Media Luna auf Platz 2, dritte Esina Diamant, dahinter noch eng zwischen Eloris Diamant und Divina Sugar. Media Luna auf dem Weg ist zu uns. Haben Sie von der Situation, ich weiß gar nicht, wo es war am Schlussbogen, die wahrscheinlich hinter Ihnen stattgefunden. Haben Sie irgendwas mitbekommen oder haben Sie es in der Wiederholung gesehen? Ja, in der Wiederholung habe ich es gesehen. Ich konnte es im Rennen natürlich nicht sehen, weil ich ja in Front war. Und ich habe außen nur Jens-Holger Schwammer gesehen, dass er hinter Herrn Johansson rauskam oder vor Herrn Johansson rauskam. Herr Johansson lag viertes Pferd hinter Herrn Hoffmann. Und Mitte des letzten Bogen konnte man sehen, dass er nach außen gegangen ist. Und ich glaube nicht, dass Herr Johansson freiwillig die Fahrspur geöffnet hat. Und der Protest war ja auch dann in dem Moment wohl berechtigt. Ich habe es zweimal im Fernsehen gesehen. Und gut, es gibt Regeln und
Das ist so. Ich meine, ich habe auch schon Rennen gewonnen durch Protest, auch Rennen verloren durch Protest. Und da muss man sich einfach dann mit abfinden. Es ist natürlich eine harte Entscheidung für die Besitzer, die sich hier sehr gefreut haben über die Wiederholung des Vorlaufsieges. Meine Damen und Herren, aber Heinz Wevering hat das, glaube ich, genau richtig formuliert. Das gehört zum Sport irgendwie dazu. Manchmal hat man Glück, so wie Sie heute. Manchmal hat man Pech und ist betroffen. Manchmal ist die Situation gerechtfertigt, manchmal ist es ein bisschen knifflig. Machen Sie sich selbst ein Urteil, wie das in diesem Fall hier gewesen ist. Ich denke, die Rennleitung hat sich sehr viel Zeit gelassen, wird die Situation sehr gründlich besprochen haben und sehr häufig in der Wiederholung angeschaut haben. Und deswegen denke ich, dass diese Entscheidung gerechtfertigt sein durfte. So leid es mir für die Besitzer von Supergirl Ass tut. So, und Media Luna ist nun auf dem Weg zu uns in den Winner's Circle, meine Damen und Herren. Die Siegerin im Finale der 5- bis 7-jährigen Stuten der Breeders' Crown 2005. Trainiert und gefahren von Heinz Wevering, Züchterin und Besitzerin ist Frau Heidemarie Knuffmann. Wir gratulieren. Wenn die Stute nicht will, dann müssen Sie den Siegerkranz nehmen. Wevering, wollen wir noch kurz über den Rennverlauf sprechen? Ich denke, es ist so gelaufen, wie Sie es sich vorgestellt hat. Nur, dass Sie natürlich gehofft haben werden, im Ziel auch vor Supergirl Ass zu sein. Ja, richtig. Ich hatte mit der Startnummer 1 an sich einen sehr guten Start erwischt. Ich hatte gleich die Führung nehmen können. Jens hat dann im Moment ein bisschen Druck gemacht. Wir haben dann die Position getauscht, wie man so schön sagt. Und ich bin dann wieder habe dann wieder die Führung übernommen. Jens hatte dadurch natürlich das optimale Rennen innen. Aber das ist nun mal immer so, wenn man ein Rennen an der Innenkante sucht, hat man natürlich auch oft nicht das Glück, dass man zum passenden Moment die Lücke findet. Und das war, glaube ich, jetzt in diesem Moment. Und ich meine, ich verstehe den Jens, dass er dann in der Mitte des Bogens seine Chance genutzt hat, aber wahrscheinlich war es im Moment zu früh und hat dadurch eben den Herrn Johansson dann behindert. Und das ist dann eben nicht korrekt. Und da muss man dann einfach, wenn ein Protest dann eingelegt wird, da muss die Rennleitung entscheiden. Und in diesem Fall hat sie gegen Herrn Schwammer entschieden. Ich meine, es tut mir auch für den Besitzer leid. Wir haben natürlich jetzt gewonnen, das ist für uns schön. Und der Besitzer, der jetzt durch Protest verloren hat, er hat ja nicht nur den Sieg verloren, sondern er hat ja mehrere Platzierungen verloren. Und das tut natürlich sehr, sehr weh. Das verstehe ich. Aber gut, ich habe den Protest nicht entschieden. Das macht die Rennleitung. Und wenn es regelwidrig war, dann ist es auch okay so. Ja, meine Damen und Herren, Sie merken schon, er kann sich nicht so richtig freuen, aber wir wissen ja, wie sympathisch unser Weltmeister und deutscher Abonnements-Champion ist. Nichtsdestotrotz, er hat mit dieser Protestgeschichte nichts zu tun. Er ist sozusagen nur derjenige, der letztlich davon profitiert. Heinz Wevering, trotzdem nochmal zum Rennverlauf. Sie haben sich wieder für die Eins entschieden, wie schon am Freitag. Ungewöhnlich, wie ich damals schon dachte, vor 2 Tagen. Heute erneut. Ja, die Startnummer 1 ist, wenn ich das mal so sagen darf, für einige Pferde vielleicht nicht optimal. Aber für Media Luna, die sehr trappsicher ist und auch sehr gut beginnen kann, schon eine optimale Nummer. Selbst wenn es nicht geklappt hätte, dass ich die Führung hätte nehmen können, hätte ich mit Sicherheit eine Position sofort im Feld gehabt und dadurch auch dann ein geschontes Rennen. Aber da sie ja, wie gesagt, sehr trappsicher ist, habe ich das riskiert mit der Startnummer 1. Ansonsten nimmt man nicht gerne die Nummer 1 hier, das ist richtig. Sie wollten die Spitze, Sie haben die Spitze bekommen, aber dann kam der Angriff und Sie haben nicht gegengehalten. Sie haben den Kontrahenten vorbeigelassen, um dann hier vor den Tribünen Ihrerseits wieder anzugreifen.
Ja, das Tempo war schon ziemlich hoch vom Start, die ersten 300-400 Meter, und da nochmal dann gegenzuhalten wäre natürlich dann tödlich gewesen, weil wenn man 600-700 Meter dann volles Tempo geht vom Start schon, hat man natürlich zum Schluss keine Reserven mehr, und darum haben wir dann die Rollen getauscht, der Schwammer ist vorbei und ich bin dann wieder vorbeigegangen, also das passte dann. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, wir dürfen die Sieger im Finale der 5- bis 7-jährigen Stuten nun auf die Siegerparade entlassen. Media Luna und Heinz Wevering. Heinz Wevering, schön, dass Sie hier sind. Es hat ja für unseren Weltmeister nicht so optimal bisher geklappt. Jetzt hat er seinen Sieg quasi am grünen Tisch, meine Damen und Herren. Ich denke, wir dürfen es Heinz Wevering gönnen und Media Luna der anderen Vorlaufsiegerin allemal. Dann darf ich Sie nochmals um Ihren Applaus bitten für Media Luna und Heinz Wevering. Nachzutragen sind noch die Quoten für das 9. Rennen, Sieg 21, die Plätze 12, 34, 57. Der kleine Einlauf zahlt 402, die Dreierwette 3895.